ist, was wir meinen, was auch richtig ist. Der DS Pirna Sonnenstein in der Struppener Straße hatte zu einer Podiumsdiskussion in seine Vereinsräumlichkeiten eingeladen. Thema war, bleibt unser Strom noch bezahlbar? Eingeleitet wurden die Gäste und Gesprächspartner durch einen Vortrag der ENSO-Bereichsleiterin für Kommunikation und Strategie, Birgit Wetzel. Im Anschluss leitete dann der Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Michael Geisler die Diskussionsrunde zum Thema des Abends. Es ist ganz einfach so, es ist ein spannendes Thema. Es ist halt schade, dass halt nie ganz so viele Leute heute gekommen sind, gerade aus Pirna, ne, weil es ja doch schon interessant ist, gerade hier auf dem Sandstein. Die Leute haben wenig Geld. Ne. Ich denke mal, es ist schon interessant, über Strom zu sprechen. Aber ansonsten halt, so wie die Veranstaltung bisher läuft, wie es halt sonst auch angenommen ist, auch von Redebeiträgen, denke ich mal, ist eine runde Sache. Und könnte man in die Art und Weise halt schon wieder auch andere Themen das wiederholen, denke ich schon. Geladen zur Diskussion waren Johann Unglaub, Geschäftsführer der Edelstahlwerke Schmees, Herbert Marquardt, der Geschäftsführer der Stadtwerke Pirna, Ralf Thiele als Unternehmer und Vertreter der Politik sowie Jürgen Scheible als Vertreter der Wohnungswirtschaft. Sie alle sprachen über den Wandel in der Energiepolitik, der durchaus auch als Chance gesehen werden kann. Was wir diskutiert haben, das ist, dass jeder zu Hause bei sich selbst anfangen kann, zu schauen, wie kann ich selber etwas tun, um mich auf meiner Kostenseite zu entlasten. Ja, und das betrifft den Privathaushalt genauso wie jeden Betrieb. Und da gibt es ganz viele kleine mögliche Stellschrauben. Das andere ist natürlich auch zu sagen, will ich selber daran teilhaben, dass Energie erzeugt wird? Will ich mich einbringen oder finde ich das störend? Will ich investieren in erneuerbare Energien, vielleicht auf meinem Haus oder aber eben auch in der Gemeinde direkt? Also diese Möglichkeiten auch aktiv nutzen, mitzumachen, sich einzubringen und damit auch Meinung zu gestalten. Leider waren nur wenige Zuhörer an diesem Abend anwesend. Die aber hörten von den Rednern aus Politik und Wirtschaft, dass es unbedingt einen Strategiewechsel in der Strompolitik im Lande geben müsse. Aber nur die Politik kann ja letztendlich hier versuchen, mal Leute zusammenzubringen, die hier Konzepte für das ganze Thema zusammenbringt. Hier müssen einfach mehrere Leute ran, die das mal richtig durchdenken, welche Folgen das Ganze eben auch hat. Ohne dem geht es nicht. Und das kann nur die Politik. Und das, glaube ich, ist hier die Runde zu klein, um das zu tun. Wir können Meinungen aufnehmen, Meinungen dazu sagen, aber entscheiden dazu können wir ja nichts. Alle auf dem Podium waren sich einig, dass die Hauptschuld an der Umlage für die erneuerbaren Energien liege. Sie erhöhe den Anteil im Steuerpaket und damit auch den Strompreis. Und dies sei in Deutschland nun einmal hausgemacht. Wenn es ein europäisches Gesetz gäbe für den Ausbau der Leitungen, dann wäre das so. Dann hätte man in den einzelnen kleinteiligen politischen Gremien nichts mehr darüber zu bestimmen. Wir wollen dahin, weil wir können da auch nicht mitleben, dass wir letztendlich dafür vorgeschoben werden, Entscheidungen, die politisch umgesetzt werden müssen, dafür gerade stehen zu müssen, ist nicht unser Job. Wir sind für Europapolitik, wir sind auch für die Energiewende in Europa, würde einiges viel leichter machen. Wir sind nicht für Kleinteiligkeit, was also die Entscheidungsfindung angeht, zumindest der politischen Natur. Nach dem dreistündigen Gespräch waren sich alle Beteiligten einig, dass es weiterer Diskussionen über dieses brisante Thema und die Kosten bedarf. Alle hofften aber auch darauf, dass sich dann auch mehr Bürgerinnen und Bürger dafür interessieren.